Entlang an wilden Küstenlandschaften, vorbei an Stränden, Fischerdörfern und Buchten, durch Nationalparks, trendige Städte und immer sehr nahe bei der einheimischen Tierwelt. Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das findet ihr alles im Süden von Australien unterwegs auf der Great Ocean Road. Ich heiße euch an dieser Stelle recht herzlich willkommen zu der virtuellen Ferienmesse und zu der Präsentation über Australien. Ich möchte euch als allererstes natürlich einen Überblick bieten, ja, wo befinden wir uns denn ganz genau in Australien. Möchte euch dann aber ziemlich rasch mitnehmen auf eine Reise mit Bildern entlang an der Great Ocean Road. Dann am Schluss natürlich auch noch ein paar Infos näher bringen zum Thema, wie kann ich mich vor Ort fortbewegen, wie kann ich dort reisen, was muss ich vielleicht beachten, wenn ich möchte auf Australien reisen. Wenn ihr Fragen habt während der Präsentation oder auch möchtet gerne ein Feedback geben, dann dürft ihr das auf jeden Fall mit dem Frage- und Antworten-Knopf, könnt ihr chatten mit uns und wir freuen uns natürlich auf Feedbacks und sind gerne da für Fragen. Zuerst möchte ich euch noch etwas kurz über mich erzählen. Mein Name ist Carmen Güdel. Ich arbeite seit etwa 4,5 Jahren beim Quoni im Tour Operating, also eigentlich im Hintergrund bei der Organisation der Reisen, vorwiegend nach Südostasien und Ozeanien und neuerdings auch noch für Orient und Indische Ozean. Ihr seht es auch auf dem Bild. Ich reise natürlich selber sehr, sehr gerne an die Destinationen und wenn immer möglich, momentan leider nicht, reise ich gerne nach Australien oder Asien. Die Südküste von Australien, das sehen wir anhand von diesen Bildern, ist sehr vielseitig. Wir sehen einerseits den Grampian National Park, 12 Apostles, die Felsformation, die sehr beliebt und berühmt sind. Und dann aber auch noch den Strand auf Kangaroo Island, wo nicht nur für Strand bekannt ist, was ihr dann auch noch werdet sehen. Wo befinden sich denn all die tollen Orte, die tollen Highlights? Ja, wir sind im Südosten von Australien, in der Nähe von Sydney. Und das Routing, das ich euch vorstelle, das könnt ihr grundsätzlich auch schon ab Sydney machen. Also ihr könnt Sydney bis Melbourne, bis Adelaide, das sind die drei roten Punkte, die ihr seht auf der Karte, die kann man sehr gut verbinden. Die meisten Leute, gerade wenn wir jetzt eben auch von der Great Ocean Road reden, dann meinen wir eigentlich den Strand, also den Küstenabschnitt zwischen Melbourne und Adelaide. In welche Richtung ihr das macht, spielt eigentlich keine Rolle. Ihr werdet dann nachher noch ein paar Tipps dazu von meiner Seite hören. Great Ocean Road selber, also das Highlight eigentlich mit den Felsformationen, mit den Highlights, die man kann sehen, die befindet sich kurz nach Melbourne und geht eigentlich nur dort den kurzen Strandabschnitt, bis dann wieder zu der Grampians National, in Grampians National Park ins Hinterland geht. Also selber, die Strasse, die Great Ocean Road, ist eigentlich nur 250 Kilometer lang. Für Schweizer Verhältnis ist das ein bisschen etwas, für australisches Verhältnis ist das wirklich nicht so lang. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu sehen, wie nur der Küstenabschnitt. Ja, dann möchte ich euch auch so mitnehmen auf die Reise mit dem Motorhome entlang der Great Ocean Road. Angefangen habe ich, wie die meisten das wahrscheinlich machen, in Melbourne. Melbourne ist so ein bisschen das Pendant zu Sydney. Es ist ein bisschen ähnlich wie Basel und Zürich bei uns. Also entweder man ist pro Melbourne oder pro Sydney. Muss selber als Schweizerin aber sagen, es ist beides mega lässig. Und auch wirklich komplett unterschiedlich. Melbourne trumpft in erster Linie mit den vielen Cafés und Restaurants, die es haben, mit einer sehr lebendigen Kunst- und Sportszene. Ihr wisst jetzt alle, Tennis beispielsweise oder Formel 1, aber auch viele Strassenmusiker beispielsweise, Graffitis, die es überall hat in den Strassen, die wirklich schön sind. Also nicht einfach irgendwie Graffitis, die Schmierereien sind, sondern wirklich Kunst. Sie haben eine Architektur, die sehr interessant ist. Alte Gebäude, aber eben auch sehr fancy neue Gebäude. Und Melbourne liegt auch relativ nahe beim Strand. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mal an den Strand gehen, könnt dort die sogenannten Bathing Boxes besuchen. Ich zeige euch jetzt gerade das Bild. Das ist das oberste Bild. Das sind Bathing Boxes. Wirklich unlässig. Meistens hat es ein bisschen mehr Leute als wir jetzt auf dem Bild, wenn wir die anschauen. Das sind eigentlich Strandhäuschen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und die Strandhäuschen sind
also gehören zu den teuersten Immobilien weltweit. Die kosten mehrere Millionen, wenn man jetzt so eins würde abkaufen, wenn es dann überhaupt zum Verkauf freisteht. Ihr könnt aber natürlich auch mehr machen an der Strand. Ihr könnt kitesurfen, das ist auch sehr beliebt in der Region von Melbourne. Oder eben einfach durch die Stadt ein bisschen flanieren, ein bisschen sein. Es ist wirklich ein Ausgangspunkt, wo man sehr, sehr gut 2 bis 3 Nächte einplanen kann. Und es wird einem in dieser Zeit sicher nicht langweilig. Ihr seht hier noch ein paar Bilder von den Graffitis, die ich vorhin erwähnt habe. Eben auch sehr politisch angehaucht teilweise, wie man auf dem rechten Bild dann sieht. Und ab Melbourne haben wir dann unseren Camper entgegengenommen. Das ist jetzt einfach ein Modell von Apollo. Es gibt natürlich noch ganz andere Anbieter und andere Modelle. Für 2 Personen reicht jetzt so einer, meiner Meinung nach. Kommt halt immer darauf an, wie viel Luxus das man möchte haben. Was ich natürlich kann sagen, ist, wenn ihr unterwegs seid mit dem Motorhome in Australien, es ist immer ein bisschen ein Abenteuer. Also, es kann einmal ein bisschen dreckiger sein, es kann einmal ein bisschen etwas vielleicht nicht so laufen, wie man das geplant hat. Das ist ein Teil von der Reise. Und je flexibler, je offener man ist, desto einfacher macht man sich selber während seiner Ferien. Das ist etwas, was ich selber auch haben müssen oder dürfen lernen. Ab Melbourne haben wir ja schon ziemlich bald einmal das Schild gesehen und das ist das, wo man sich eigentlich am meisten darauf freut. Great Ocean Road, das offizielle Anfangsschild eigentlich von einer wundervollen Küstenstrasse. Also wirklich, ihr seht es hier auf den Bildern, es ist wirklich sehr nah an der Küste, man kann immer wieder rausfahren. Man hat immer wieder Felsformationen, die wirklich sehr atemberaubend sind. Man hat aber auch Fischerdörfchen, wo man einfach gut zu Mittag essen oder ein bisschen flanieren kann. Es hat Strände. Man kann grundsätzlich, wenn man jetzt nicht sehr kälteaffin ist, kann man natürlich auch ins Wasser. Was ich aber muss sagen dazu ist, man kann nicht überall baden. Es hat teilweise wirklich viele Wellen, ist ein bisschen, von der Strömung her darf man eigentlich, sollte man nicht ins Wasser gehen. Und es ist schon ein bisschen kühler. Also, auch wenn wir in Australien sind und wir halt immer so ein bisschen das Bild von den Australiern haben, ja, Shorts und Surfbrett, gerade in dieser Region kann es dann doch auch im australischen Sommer sehr windig werden und eine Jacke ist auch wirklich noch empfehlenswert. Also ich bin persönlich an dieser Strecke nie ins Wasser, aber ich bin auch ein absoluter Gefrierli. Ich bin vielleicht da nicht so ein Maß der Dinge. Was ihr auch immer wieder seht, ist das Schild auf der rechten Seite. Das ist nicht nur für Touris gemacht, das ist effektiv so. Achtung Kängurus, Achtung Emus, Koalas. Das haben wir natürlich schon dort. Ihr seid in der Natur und es kann immer wieder auch Tiere haben, die auf die Strasse gehen. Vorwiegend bei Dämmerung oder in der Nacht. Und dann sollte man eigentlich wirklich das Motorhome oder das Auto stehen lassen und nicht mehr weiterfahren, weil viele beispielsweise auch Motorhome-Anbieter oder Autovermieter, die nehmen die Schäden, wenn sie entstehen, während der Dämmerung oder in der Nacht durch Tiere, die tun das quasi ausschliessen von der Versicherung. Also es lohnt sich wirklich, sich daran zu halten, auch für sich selber, für Tiere, dass man halt wirklich nur fährt, wenn es hell ist. Hier nochmal ein paar Infos zu der Great Ocean Road. Es ist wirklich einfach ein bisschen eine Destination zum Verweilen zwischendurch, ein bisschen fahren, ein bisschen rausfahren, Bilder machen, geniessen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch surfen. Je nachdem gibt es schon Orte, wo man beispielsweise einen Surfkurs machen kann. Wenn ihr Profisurfer seid, kommen ihr aber wahrscheinlich mehr auf eure Kosten. Also für Anfänger ist es teilweise doch ein bisschen gefährlich oder ein bisschen too much Wellen, die es in dieser Region gibt. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wo man ist. Wenn ihr von Melbourne bis Adelaide fahrt, habt ihr den grossen Vorteil, dass ihr auf der richtigen Strassenseite seid beim Fahren und immer wieder rausgehen könnt, weil es ist Linksverkehr in Australien und das ist sozusagen die bessere Seite. Wenn das jetzt aber aufgrund von eurem sonstigen Routing in Australien nicht aufgeht, ist das keine Sache. Also ihr könnt auch von der falschen Strassenseite rausfahren und euch ein Foto machen. Ja, wir haben dann eigentlich eines von diesen Highlights von der Great Ocean Road, wenn nicht das Highlight von der Great Ocean Road, tatsächlich gesehen, kurz bevor die Sonne unter ist, die 12 Apostles. Und vielleicht da an dieser Stelle eine kleine Anekdote von meiner Seite. Ich habe wirklich gewusst, dass die so beliebt sind. Wir haben alle immer gesagt, das ist mega schön dort.
Ich habe selber immer das Gefühl gehabt, ja gut, das sieht schon schön aus, aber das sind einfach Felsen im Meer. Also ich habe da irgendwie das noch nicht so ganz nachvollziehen, warum alle Leute so abfahren auf die 12 Apostels, bis ich dann selber da war und wirklich musste sagen, das Bild ist schön, aber es kann nie das aussagen, wo man sieht, wenn man live vor Ort ist. Es ist wirklich extrem majestätisch, sehr eindrücklich. Es wirkt alles viel grösser wie jetzt auf dem Bild. Und ich kann eigentlich euch anhand von den Bildern gar nicht näher bringen, wie toll das es wirklich ist. Und wirklich, ich bin dort gewesen, ich habe verstanden, warum alle Leute unbedingt die 12 Apostel sehen wollen. Ein absolutes Highlight von dieser Strecke. Wir haben dann in Port Campbell übernachtet, auf dem Campingplatz. Vielleicht dazu noch kurz die Info, wenn ihr gerade in der Hochsaison oder in der besten Reisezeit unterwegs seid, dann lohnt es sich wirklich, die Campingplätze vorauszubuchen, weil es kann dann unter Umständen schon sein, dass der neue Zindus sich nur ein, zwei Campingplätze hat und dass sie halt sehr begehrt sind. Tendenziell sind die Campingplätze sehr gut ausgestattet, haben WCs, Duschen, wenn die wirklich also die meisten sind sauber und man muss da nicht im Camper eigentlich selber duschen, sondern kann das draussen machen auf dem Campingplatz. Es gibt natürlich auch da immer wieder, kann es variieren und die einen haben bessere Feedbacks wie die anderen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Apps, also zwei sehr gute Apps und noch viel mehr Apps im Internet, wo man auch aufs Handy laden kann und dann dort auch gucken, buchen, reservieren, schauen, ist es wirklich ein guter Campingplatz, was hat der alles. Wir sind am nächsten Tag dann zum nächsten Highlight eigentlich schon gekommen, die nächste Felsformation, die wirklich auch sehr eindrücklich ist, der London Arch. Der London Arch war ursprünglich mal wirklich durchgehend gewesen. Also wenn ihr da seht, das ist eigentlich wie eine Brücke da, wo sie ist, aber durch Erosion ist dann der Teil einmal eingestürzt, sieht aber natürlich immer noch sehr eindrücklich aus. Und dann ist eigentlich der interessante Teil von der Küste bereits schon fertig. Aber es geht noch weiter. Nämlich, wenn ihr dann weiter ins Inland fahrt, zum Grampians National Park, habt ihr eigentlich schon wieder das nächste Highlight, das auf euch wartet. Die Grampians sind nach der eher flachen Gegend, wo man vorher dann durchgefahren ist, eigentlich wirklich so ein bisschen wie fast Berge. Es sind eigentlich nur Hügel, aber es wirkt dann schon so gross. Es ist ein Nationalpark, der zum Biken, zum Wandern einlädt. Man hat Tiere überall, die man sieht, wirklich also in der Natur aussen. Und es hat ein paar ganz, ganz schöne Campingplätze. Also wir haben hier leider nur eine Nacht drin verbracht und ich wäre sehr, sehr gerne länger geblieben, weil es ist wirklich auch schön und ist eigentlich fast mein Lieblingscampingplatz gewesen dort. Warum? Das sehen wir da auf dem nächsten Bild. Also das ist kein Fake, das Bild. Das ist wirklich gerade neben unserem Campingplatz, vielleicht etwa 200-300 Meter von unserem Camper entfernt entstanden, das Bild. Das ist wirklich die Tierwelt, die dort ist in der Natur, die man sehen kann. Und sie sind friedlich, also die machen nichts, auch wenn sie zum Teil doch recht nahe kommen, gerade so zu Abend. Also es ist wirklich auch etwas total Lässiges für Familie oder eben einfach für Leute, die gerne Tiere sehen oder für Naturliebhaber. Nachher, am nächsten Tag ist es dann weitergegangen, wieder ein bisschen an der Küste entlang, Richtung Robe. Robe ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Da hat es wirklich schöne Strände und wenn das Wetter mitspielt, kann man da definitiv auch mal reingehen ins Wasser. Wenn ihr nachher weiter Richtung Adelaide fahrt, habt ihr auch noch andere Highlights. Die meisten Leute fahren zwar einfach durch, aber es gibt beispielsweise, wenn man wirklich gut schaut und halt gerade Glück hat, sieht man auch die sogenannten Pink Lakes, also Salzseen, wo wirklich pink erscheinen, schon von weitem. Und wenn man dann näher angeht, sieht man dann das auch, dass wirklich das Wasser eigentlich pink ist. Oder es hat eben auch noch natürlich gute Flächen, gute Orte, wo man dann auch noch ein Foto machen kann. Also es ist gar nicht so, dass die Highlights eigentlich nach den 12 Apostels schon vorbei sind, sondern es geht eigentlich immer weiter. Man muss einfach ein bisschen die Augen offen behalten, je nachdem. Ja, nachher geht es dann weiter zum nächsten Highlight oder zu einer nächsten Destination, die mega lässig ist und wo ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, um noch einen Abstecher machen für ein paar Tage, nämlich Kangaroo Island. Kangaroo Island ist die drittgrößte Insel von Australien und auf dieser Insel findet ihr fast jedes Tier, das es in Australien gibt, vor. Ihr könnt dort Touren machen. Es ist quasi wie eine Safari, also ihr seid wie in einem Zoo, wo aber kein Hag ist und die Tiere sind, die leben frei dort. Es hat Nationalparks, es hat wunderschöne Strände.
Kangaroo Island könnt ihr entweder mit der Fähre oder mit dem Flugzeug erreichen. Es ist beides sehr einfach und unkompliziert zu machen. Und gerade wenn man beispielsweise auf dem Weg nach Adelaide ist oder schon in Adelaide selber ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall, dass man sich überlegt, soll ich für einen Tag oder wenn es geht sogar noch länger auf Kangaroo Island gehen. Weil man kann so viel sehen innerhalb von nur einem Tag. Es lohnt sich wirklich dann auch mal ein bisschen früher müssen aufzustehen oder so wirklich einen intensiven Tag noch zu erleben im Süden von Australien. Was ich euch auf jeden Fall empfehle, ist, dass ihr das mit einer Tour macht, geführt mit einem lokalen Guide. Der Grund ist der, die Leute, die wissen, wo man die Tiere vorfindet. Und ich kann euch wirklich versichern, gerade so ein Koala in den Bäumen, als Schweizerin, die sich überhaupt nicht gewöhnt ist, Tiere wie Koalas zu finden im Baum, hat keine Chance gehabt. Also ich hätte die Tiere nicht gesehen. Und mit Hilfe von einem Guide hat man natürlich dann irgendwann ein bisschen das Auge oder eben die Guides sehen irgendetwas, was man selber würde übersehen. Und sie können dann natürlich bei Fragen weiterhelfen oder eben auch mehr Informationen zu der Tierwelt geben. Das ist auch ein Bild, das auf Kangaroo Island entstanden ist. Also Kangaroo Island hat nicht nur Tiere, sondern eben einen Nationalpark und wunderschöne Strände. Auch hier wieder, es ist jetzt nicht eine Badeferiendestination, wo man gross will und kann baden, sondern es ist wirklich mitgedacht, um einfach ein bisschen sein, zum geniessen, fotografieren. Ja, einfach mit zum Anschauen. Ein weiteres Highlight, lässiger Spot auf Kangaroo Island ist Seal Bay. Das ist quasi die Bucht der Seeläue. Das ist zum Beispiel eine Region, wo ihr nur hin dürft mit einem Guide. Einerseits zu eurem Schutz, aber auch zum Schutz der Tiere. Weil eben, also so die Seeläumännchen, wenn dann die würden auf euch zuroppen, die sind dann sehr schnell und das kann dann doch auch noch relativ gefährlich werden. Aus dem Grund dürfen wir das nur geführt machen. Ist aber lässig, man tut von einem mit sicherem Abstand tut man die beobachten. Es gibt immer wieder auch sehr modelfreudige Seeläue, die dann am Posen sind und das dann fast geniessen, dass man jetzt da kommt und sie ein bisschen fotografieren, hat man das Gefühl. Und das ist auch etwas, was mir extrem gefallen hat. Ein kleines Koala-Baby, das mit der Mami im Baum war. Das war eben das, was ich jetzt selber nie gesehen hätte, aber unsere Guidin hat das wirklich für uns entdeckt. Und es war so herzig, weil es hat uns immer so ein bisschen mit schläfrigem Blick angeschaut, aber es war ihm eigentlich piepegal, dass wir rundherum stehen und unsere Fotos machen. Das hat eigentlich mir einfach ein bisschen schlafen. Der letzte Stopp auf dieser Strecke ist dann eigentlich Adelaide, oder je nachdem auch der erste, wenn ihr sie die andere Richtung macht. Bei uns war Adelaide der letzte Stopp gewesen. Adelaide ist eine kleinere, herzige, überschaubare Stadt, die sich wirklich auch nochmal lohnt, so für ein, zwei Nächte, zum Verweilen, um alles verarbeiten, was man gesehen hat, oder eben auch als Ausgangspunkt für Kangaroo Island beispielsweise. Was ihr in Adelaide habt, ähnlich wie in Melbourne, sie haben wirklich sehr, sehr gute Küche. Also es ist wirklich ein bisschen etwas für Feinschmecker. Sie haben guten Wein, sie haben ein paar Weingüter in der Nähe, zum Beispiel ein paar Rossa Valley, die man besuchen kann, wo man auch wirklich sehr gut essen kann oder eben Wein degustieren. Und ist von dem her eigentlich sicher gut, um einfach mal noch ein bisschen ankommen, wieder nach einem Self-Drive. Wir haben noch ein paar Eindrücke vom Barossa Valley. Auch da, es gibt Tagesausflüge ins Barossa Valley oder man kann theoretisch auf diesen Weingütern übernachten. Gutes Essen und guter Wein ist sicher garantiert da. Ich möchte euch jetzt auch noch ein paar Infos natürlich geben zum Thema, wie kann ich überhaupt in dieser Region umreisen. Ganz klar, die wichtigste, die beliebteste Reiseform auch im Süden von Australien ist ein Self-Drive, also selber fahren mit dem Mietauto oder mit dem Motorhome. Soll man jetzt ein Auto oder einen Camper nehmen? Das ist noch eine Frage, die mir noch häufig gestellt wird. Es kommt sehr, sehr darauf an, was ihr für ein Typ sind. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Je nachdem, was ihr für ein Modell nehmt, kommt ihr natürlich mit dem Motorhome ein bisschen günstiger oder mit dem Mietauto. Bei beidem muss man halt einfach wissen, dass es sich wirklich lohnt, eben in der Hochsaison beim Mietauto das Hotel und beim Motorhome den Campingplatz vorauszubuchen. Was es auch gibt, wenn ihr jetzt sagt, ich habe kein Autobillett oder beispielsweise ihr fahrt einfach nicht gern, es ist Linksverkehr, vielleicht doch nicht so toll. Ihr könnt natürlich auch geführte Gruppenreisen machen. Gerade in dieser Region gibt es das Angebot. Und zwar gibt es verschiedene Formen von Gruppenreisen, solche, die vielleicht eher
so ein bisschen das Durchschnittsalter Ü40 haben, deutschsprachig oder englischsprachig. Es gibt aber beispielsweise auch für ab 18-Jährige geführte internationale Gruppenreisen, die dann vielleicht ein bisschen einfacher, abenteuerlicher sind. Also ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Das ist wirklich auch sehr, sehr lässig in dieser Region. Was es selten auch noch gibt, tue ich persönlich jetzt aber nicht so empfehlen, ist, dass man sagt, ich möchte nicht selber fahren, möchte aber auch keine Gruppentour machen. Ich tue doch quasi einfach zwischen Sydney, Melbourne und Adelaide fliegen und mache dann Tagesausflüge vor Ort. Ist möglich, man sieht dann aber je nachdem halt nicht alle die Highlights, also hat ein bisschen weniger Zeit an diesen besagten Orten. Anreise nach Australien, ja, das geht eine Weile, das ist so. Es gibt aber mittlerweile sehr, sehr gute Flugverbindungen mit nur einem Zwischenstopp, beispielsweise über Asien oder über die Arabische Halbinsel. Ich empfehle euch trotzdem, gerade wenn ihr länger unterwegs seid, wenn ihr wirklich Zeit habt, tünt doch 2-3 Nächte Zwischenstopp, Stopover einbauen, beispielsweise in Singapur oder in Dubai. Es kann wirklich die ganze Reise, die ganze Anflügerei ein bisschen vereinfachen. Ihr könnt die Region, also die Südküste, sehr, sehr gut kombinieren mit anderen Regionen in Australien. Es wird auch sehr häufig so gemacht. Das ist wirklich gut, weil Adelaide, Melbourne und Sydney sind wirklich Destinationen, die sehr, sehr gut auch untereinander verbunden sind. Die beste Reisezeit für Australien gibt es so eigentlich nicht. Australien ist eine ganze Jahresdestination, es kommt ganz darauf an, wo ihr hinwollt. Für die Südküste, für den Abschnitt, den ich euch jetzt erzählt habe, ist die beste Reisezeit im Oktober bis etwa Ende April. Es wird aber auch dann, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ab und zu sehr windig. Der sogenannte Zwiebellook lohnt sich, also dass man verschiedene Kleider aufeinander schichtet und dann auch die Jacken abziehen, wenn die Sonne führen kommt. Es ist sicher nicht unbedingt T-Shirt-Wetter die ganze Zeit, also eben Windjacke lohnt sich. Aber grundsätzlich haben wir in der guten Reisezeit auch weniger Regen und ein bisschen die schöneren Tage sicher. Wenn ihr möchtet nach Australien reisen, braucht ihr einen gültigen Reisepass. Und zwar bis nach 6 Monaten nach Rückreisedatum noch gültig. Ihr könnt dann ein Visum oder eine Genehmigung beantragen, online, sogenannte ETA. Und kommt, also das ist so ein Fragebogen, ähnlich wie für die USA als ESTA. Und ihr könnt ausfüllen und dann kommt ihr dann quasi den Link über, dass ihr dürft ins Land reisen und euch für 3 Monate dort dürft aufhalten. Ich bin schon am Ende der Präsentation angekommen und möchte euch noch anhand von einem Film so ein bisschen zusammengefasst wirklich die Highlights von der Südküste, aber auch vom sonstigen Australien noch näher bringen. Weil Australien ist ja riesig und hat noch viel, viel mehr zu bieten wie nur die Südküste. Aber das seht ihr am besten gerade für euch selber. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal viel Spass. There's nothing like it, is there? No. There's nothing like the sunrise, that first wave of the day. The trip along the coastline. It's right across the bay. There's nothing like this ancient place. The sunset from a camel. This organism. This fiddleball. Oh, this dark-billed mammal. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. My friends down there. There's nothing like this bear. It's not a bear. There's nothing like this giant shrub. Who's wrong? This bird. There's nothing like these furry things that bounce around in herds. There's nothing like Australia. There's nothing like Australia. There's nothing like this wondrous land from Darwin to Bass Strait. There's nothing. Ja, there's nothing like Australia. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuschalten, Zuhören, Zuschauen bedanken. Für Fragen und weitere Informationen oder Auskünfte sind ihr natürlich recht herzlich eingeladen, unseren Koni-Stand in der Halle A zu besuchen. Und ich wünsche euch
natürlich noch sehr, sehr viel Spass an dieser virtuellen Ferienmesse. Danke, alle miteinander, tschüss zusammen, schönen Tag noch. Merci.